Here you go, but only because you're my little girl. Love you. Gut, und damit herzlich willkommen zu einem, wir machen erstmal die Musik aus, zu dem ersten Video des Let's Play Samstags. Wir spielen heute mal GTA 5 zusammen. Und es ist nicht das normale GTA 5, sondern die Police Mod. Ich weiß nicht, ob die schon einige kennen. Ich will den Donut. So, weg mit dir. Gut, jetzt drücken wir auf jeden Fall mal F5. Den Download-Link stelle ich natürlich noch in die Videobeschreibung zu diesem schönen Spiel. Dann drücken wir jetzt einfach mal Enter. Und dann können wir uns mit AWDS drehen. Und mit den Pfeiltasten dann einen Officer aussuchen. Ich nehme meist hier den Mail Officer. Der sieht ganz toll aus. Haare kann er auch noch bekommen, glaube ich. Ich sehe nur keine. Egal. So, das ist egal. Dann machen wir auf Continue. Und dann können wir uns hier die Waffen aussuchen. Ob wir jetzt einfach die Standardwaffe haben möchten mit Schlagstock und einem Taser. Eine Stun Gun und eine Combat Pistol. Weil hier sind ja ein Taser, Nightstick und Smoke Grenades. Und hier ja, SMG. Pump Shotgun. Nehmen wir einfach das, da haben wir schöne Waffen. Die können wir uns dann auch hier angucken. Teaser mal trotzdem. Aber so eine Sturm-MP macht schon ein bisschen mehr Eindruck, ne? So, dann drücken wir nochmal F5. Dann Request a Vehicle. Oder Rachel. Gehen wir hier oben drauf. Die können mir dann verschiedene Polizeiwagen spawnen. Ich nehme aber meist den Buffalo, weil der mir am besten gefällt. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal. Drücken wieder F5. Request Partner. Da können wir dann irgendeinen Officer nehmen. Ich nehme den jetzt einfach mal. Spawn. Gut. Der ist jetzt hierbei. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wenn wir jetzt J drücken, können wir das Martinshorn anmachen. Dann haben wir nur das ja, Blau-Rot-Licht an. Das ist eigentlich ganz cool. Finde ich auch persönlich cool. So, jetzt können wir den Streifendienst schon fast beginnen. Wir können jetzt auch erstmal zur nächsten Polizeistation fahren. Da gucken wir mal eben, wo die nächste ist. Oh, die ist da hinten. Dann drehen wir jetzt einmal mal hier. Und zwar auf der falschen Spur. Hier hört man auch ab und zu Funk. Das ist ganz cool. Und was ganz wichtig ist, wenn man jetzt einen Notfall hat, wo dann zum Beispiel Banküberfall ist oder Schießerei, drückt ihr einfach F6. Und mit Local Unit könnt ihr dann andere Einheiten in der Umgebung noch alarmieren. Ja, dann hier No Support, FBI, Hubschrauber. Dann FBI R, also auch Hubschrauber, Ambulanz und Feuerwehr. Der falsche Knopf, ich muss hier drauf drücken. Genau. So, dann fahren wir jetzt einfach mal zur Polizeistation. Officers report. Hier haben wir schon. Genau. Ja, jetzt nicht so viel. Drücken wir einfach mal Y und können dann dahin fahren. Ich fahre jetzt erstmal, ich mache jetzt mal eine stille Anfahrt sozusagen. Die machen ja trotzdem ein bisschen Platz. Da oben ist irgendein Verbrechen passiert und wir gucken da mal nach. So, einen Partner habe ich ja dabei. Man kann natürlich auch natürlich auch alleine auf Streife gehen, aber das macht nicht so viel Sinn bei einer Schießerei oder ähnlichem. Oh, Kampfhunde. Sowas passiert ihnen nämlich auch. Komm, jetzt müssen wir die Kampfhunde hier erschießen. Aua! Und nicht überfahren werden. Bitte nicht! Au! Der Flüchtige ist da hinten. Den müssen wir noch erschießen, weil die haben Personen angefallen. Oder andere Officer, besser gesagt. So, jetzt machen wir mal Martinshorn an. Das ist ja schon ein etwas heftigerer Notfall. Fahren wir jetzt einfach hin. Oh, jetzt habe ich den geteasert. Komm, da müssen wir den jetzt... Ach, das sind Jaguare. Kein... Genau, mein Kollege regelt schon. Er hat das Vieh erschossen. Und wurde auch überfahren. Warum werden hier eigentlich alle auf... Nein, es lebt noch. Ah. Wo ist er? Lass meinen Kollegen in Ruhe. Nein, bitte nicht. Habe ich jetzt meinen Kollegen... Aua! Mensch, das gibt's doch nicht. Ich werde die ganze Zeit überfahren. Lebt mein Kollege denn noch? Bitte. Ist er tot? Mein Kollege ist tot. Dazu werde ich jetzt erstmal... Attention all units. Medical aid requested. Genau, der Funkspruch kommt dann, wenn man Hilfe benötigt. Ich rufe mal noch einen Rettungswagen.
plus ein neuen Streifenwagen. Alter, mein Partner ist tot. Ja, fahr ruhig über meinen Partner, du dummes Stück Scheiße. Guck dir meinen Partner mal an, wie der da liegt. Er braucht jetzt auch nicht so rufen. Ich glaube, ich hätte nicht mit einer Pumpgun auf den schießen sollen, auf den Jaguar. Jetzt mal, wo habe ich den jetzt getroffen? Okay, das war nicht so gut. Er ist tot. Boah, habt ihr gerade meine Bullenkarre demoliert? Jetzt fahr doch auch nicht noch da drüber. Mein Gott, ey. Okay, einmal umsonst Munition verballert. Egal. So, jetzt setzen wir uns wieder hier rein. Die Kollegen haben irgendwie keine Lust. Wir kommen nicht durch den Verkehr. Ja, Mensch. Nö. Den verfolge ich jetzt. Das war kein offizieller Auftrag. Jetzt bin ich auch über ihn gefahren. Naja, Officer Down. Wie sagt man so schön? So. Ja, dann fahren wir jetzt zum Bankraub. Aber machen eine stille Anfahrt. Das war knapp. Den Mod gibt es auch übrigens als Feuerwehrmod. Den kann ich auch noch gerne vorstellen. Der ist eigentlich ganz witzig und macht auch viel Spaß. Deswegen, falls so eine Schießerei zu heftig ist, kann man natürlich auch hier was machen. So, ihr Affen. Aua. Nicht, bitte nicht. Nee. Gut, ich habe ein Standbild, das ist auch sehr schön. Also ich bin jetzt, glaube ich, tot. Kaum ausgestiegen, das war taktisch sehr unklug. Die habe ich nicht gesehen, ich dachte nur die beiden. Ja, außer Gefecht. Das war echt schlecht. Aber es lag daran, dass mein Partner nicht da ist. Deswegen schieb mal alles auf ihn. Er muss ja unbedingt im Spiel sterben. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos davon, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.